freue mich, dass sie zu uns gekommen ist. Ich begrüße Kate Brannigan, das heißeste Model des Jahres 1985. Also Kate, so viel ich weiß, stammt sie aus dem mittleren Westen. Wie jedes junge Mädchen hatte ich Träume. Ich stellte mich überall vor, aber meine Eltern waren natürlich dagegen, dass ich Model werde. Wahrscheinlich sind alle Eltern dieser Welt dagegen, dass ich Model werden wollte. Ich setzte meine Mutter. Und auf einer Party lernte ich dann einen Tag. Er bot mir die Chance meines Lebens, verstehen Sie? Wie konnte ich nur so einen Unsinn reden? Hallo? Hallo? Kate, du bist im Fernsehen. Ich weiß. Das verdankst du mir. Bist du dir darüber klar? Wir haben oft genug davon gesprochen. Offensichtlich doch nicht. Rex, ich weiß, was du für mich getan hast. Glaub mir. Ich mag dich sehr, aber nur als guten Freund. Wenn man dann erstmal ganz oben angelangt ist, beginnt der Kampf, sich dort zu behaupten. Ich weiß, dass du das nicht hören willst, dass dich das verletzt, aber ich möchte ehrlich sein. Ich habe lange darüber nachgedacht. Kate? Nein! Kate? Nein! Kate? 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 Alles klar? Ja, ich bin okay. Vielleicht habe ich die Therapie doch etwas zu früh geschmissen. Nein, danke. Wie findest du's? Reichlich albern. Aber ich bin auch nicht 4 Jahre alt und du bist nicht meine Mom. Sie wird begeistert sein. Wir steigen seit 18 Stunden von einem Flugzeug ins andere. Wohin fliegen wir eigentlich, Kate? Rex braucht für die Aufnahme eine entlegene Insel. Und was unser lieber Rex braucht, das bekommt er auch. Ja, wie fühlst du dich? Wie du siehst, lebe ich noch. Und das wirst du noch lange. Seit wann ist May schon so? Ich glaube, ungefähr seit New York. Hat sie was genommen? Keine Ahnung. Kate, ich mache mir Sorgen um deine Schwester. Sie hat Schwierigkeiten, sich anzupassen. Hat sie sowas gesagt? Nein. Nein, aber ich fürchte, ein Eisblock ist wärmer als Rachel. Naja, weißt du, sie ist nervös. Sie fühlt sich unsicher. Das haben wir doch alle durchgemacht. Das kann man wohl sagen. Ich rede mal mit ihr. Okay. Du wirkst so genervt. Richtig. Miss January mit ihrem Getue geht mir mächtig auf den Keks. Ist sie harmoniesüchtig oder was? Rachel, die nächsten 4 Tage sind sehr wichtig. Für uns alle. Ich werde keine Zeit haben, bei dir Händchen zu halten. Das hast du doch nie gemacht. Also brauchst du es auch jetzt nicht. Als dein Anwalt, Rex, gebe ich dir einen Rat, den einzig richtigen. Kehr lieber gleich um. Verkauf dein Magazin so schnell wie möglich. Tu es, bevor nichts mehr zu verkaufen da ist. Was bist du da für ein Bangemacher, Martin? Du weißt doch, wenn man oben ist, ist man immer die Zielscheibe. Du kannst mir vertrauen. Ich weiß, wie man Kugeln ausweicht. Kate? Ja? Hoffentlich konntest du etwas schlafen. Ein bisschen. Gut, ich brauche eine ausgeschlafene künstlerische Leiterin. Die Zukunft von Image hängt von diesen Fotos ab. Das weiß ich. Sind wir bald da? Ja, die Insel liegt genau vor uns. Vier Tage, nicht früher. Rex Kingman, wer sind Sie? Mein Name ist Raoul, ich bin der Verwalter.
Sind das die besten Wagen hier? Nun ja, zumindest sind das die einzigen. Wo ist die Stadt? Hier gibt's nur die verlassene Feriensiedlung und ein paar leere Häuser. Ich brauche ein Telefon, ich muss New York anrufen. Tut mir leid, wir haben nur ein Funkgerät. Denk nicht mehr an New York, Martin, wir sind im Paradies. Das habe ich jetzt schon satt. Die Mädchen müssen sich fertig machen, wir wollen in einer Stunde anfangen. Warte, ich helfe dir, Katie. Danke. Wie weit ist es zur nächsten Zivilisation, Compadre? 20 Meilen auf dem Seeweg. Ich fahre den Laster. Ja, leben Sie hier allein? Ja, ich und die Tiere, die es hier gibt. Raoul, bringen Sie bitte den Laster hier rüber. Ja, Ma'am. Wir sollten ihn im Auge behalten. Ja. Ich mache mich auf Motivsuche. Gut, ich komme mit. Schließlich sollen deine Fotos meine Zeitschrift retten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hatte eigentlich Lehmhütten erwartet. Es war eine exklusive Feriensiedlung, die pleite machte. Die Bank lässt sie uns nutzen gegen kostenlose Werbung in unserer Zeitung. Ich gebe was drum, mit Schwimmen zu gehen. Wir sind hier nicht in den Ferien, Rachel. Du und Michaela nimm Bungalow 1 und seid in 30 Minuten kamerabereit. Geben Sie mir die Tasche, bitte. Ich bringe Sie Ihnen gern auf Ihr Zimmer. Das schaffe ich selber. Me, Hattie, ihr nehmt Nummer 2, Patrice und Memo 3, du und ich nehmen 4, Haas nimmt 5 und Rex bekommt 6. Was ist da los? Oh mein Gott! Was war da los? Oh, schnell, tut sie weg! Was denn? Was ist passiert? Ah, beweg dich nicht! Oh. Raoul, tun Sie doch was! Na los! Das ist nun mal die sicherste Methode, um sie vom tödlichen Biss abzuhalten. Was ist denn hier los? Oh, Rachel hatte bereits seine Mitbewohnerin. Schaffen Sie das Vieh raus. Geht's wieder? Ja, geht schon. Ganz sicher? Also gut, gehen wir. Möchtest du vielleicht jetzt lieber ein anderes Zimmer? Nein, inzwischen sind alle besetzt. Dann tausch doch mit ihr. Es ist nicht gut, wenn unsere Stars nicht genug Schlaf abbekommen. Wie meintest du das eben? Du weißt ganz genau, was ich von den Mädels brauche. Nichts anderes ist für mich wichtig. Dir vielleicht noch den Bauch schminken? Also, ich finde das richtig süß. Sieht gut aus, Mel. Ja, wirklich süß. Schön, wenn die Haare so verweht sind. Sie haben was von verbotenen Früchten. Verboten ist das Wort, das Sie nicht vergessen sollten. Sie, amigo? Dara! Versuch nicht, das Perfekte zu perfektionieren. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Los, kommt mit. So, wir sind fertig. Okay, das sieht gut aus. Aha. Ich gehe jetzt. Ja, das reicht. Auf geht's, Mädels. Hey, Rachel, beeil dich. Es soll losgehen. Na los, beeil dich. Na los.
Das war ziemlich gut. Memo, Filmwechsel. Ich habe noch genügend Licht, um weiterzumachen. Wer hat Lust von euch? Ich hab Lust. Dann steigt beide aufs Pferd. Los. Rachel hat Kampfgeist. Und weiß, was die Titelseite für ihre Karriere bedeuten würde. Sie ist sehr ehrgeizig. Genau wie du in dem Alter. Lass das. Ah. Bist du bereit? So bereit, wie man nur sein kann. Nicht zu fassen. Ganz fabelhaft. Klasse, du warst prima, Rachel. Hast du dir wehgetan? Das war bestimmt Absicht. Nein, sicher nicht. So weit würde sie nicht gehen. Tut mir leid, du hast gesagt, du bist bereit. Versuch sowas nie wieder, hörst du? Du würdest es bereuen. Lass das in Zukunft sein. Heute. Jetzt habe ich einen Drink nötig. Darf ich mal durch? Klar, ja, danke dir. Lass mich gleich hinten rüber. Wo ist denn hier die Bar? Übertreib es aber nicht. Kate? Ja? Mir gefällt der Kampf zwischen Hedy und Rachel. Ist das dein Ernst? Dass sie sich gegenseitig fast umbringen? Wenn die anderen auch was davon hätten, bekämen wir vielleicht die Fotos, die wir brauchen. Aufgegeben? Ja, hatte ich. Dann willst du die Früchte sicher nicht. Versprich mir, dass du es nicht weiter erzählst. Nee, lass mich los. Du tust mir weh. Hedy, los, hörst du? Hedy! Hast du mich erschreckt? Entschuldige. Das nächste Mal werde ich pfeifen. Ich wollte mich bei dir bedanken. Bedanken? Dass ich mich nicht geirrt habe. Worin geirrt? Indem ich dich gebucht habe. Ich dachte, Kate wäre das gewesen. Kate? Sie traut dir das noch nicht zu. Sie hat alles getan, um dein Engagement zu verhindern. Aber ich habe mich durchgesetzt. So war das also. Aha. Und wieso? Naja, wenn ich etwas will, dann muss ich es haben, genau wie du. Und daran kann mich niemand hindern. Entschuldigt bitte, ich will nicht stören. Aber Rachel hat einen anstrengenden Tag vor sich. Und unsere Stars brauchen ausreichenden Schlaf, nicht wahr? Mach nicht mehr daraus, als es ist, Kate. Lass sie in Ruhe. Thank you.
Nimm mal den Kopf ein bisschen runter. Wo ist Rachel? Das wollte ich dich fragen. Ich seh mal nach. Dann fange ich eben mit dir an. Sag Rachel, dass wir schon vorausgefahren sind. Ich frisch dich dann dort auf. Fahr du schon mit Kate, ich warte hier. Rex, okay, wir fahren dann. Wir müssen reden. Okay, später. Achtung, ihr da hinten. Es kann losgehen. Du bist dünner geworden, May, was? Ja, das stimmt. Das ist gut, sehr gut. Ich mag das. Die Leute wollen nun mal perfekte Körper auf der Titelseite sehen. Ich auf der Titelseite? Wieso denn nicht du? Du warst doch schon mal drauf. Das schaffst du wieder, wenn du ein wenig mehr kämpfst. In diesem Beruf gewinnt man nur mit Rücksichtslosigkeit. Okay. Ruhig, Katie. Du hast gut reden. Für mich hängt von dieser Ausgabe genauso viel ab wie für dich. Du hast ja recht. Tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Diese Ausgabe wird in die Geschichte eingehen. Ja, sicher. Na, endlich. Na also, okay, Memo, los geht's. In Position. Bei dieser Luftfeuchtigkeit werden meine Haare immer lockiger. Zeit? Ja. Also, ich habe New York erreicht. Ach, Martin, Martin. Was soll das? Wozu diese Umstände? Was können Sie schon gegen uns tun? Nichts. Jeder Aktionär ist informiert worden. Die Zeitbombe tickt. Sie wird dein Blut, Rex. Dein Blut. Gut, dann lasse ich mir eben etwas einfallen, wie sonst auch. Damit solltest du dich etwas beeilen. Wenn die Bombe erst explodiert, ist es aus. Tja, jetzt muss ich mich mal um die anderen kümmern. Rex hat dir gesagt, dass ich dich nicht bei den Aufnahmen dabei haben wollte. Warum nicht, hat er dir nicht gesagt. Weil du eifersüchtig bist. Ist doch klar. Eifersüchtig? Du hast Angst, dass ich all das kriege, was du verloren hast. Rachel, du weißt nicht, was du da redest. Inklusive Rex Kingman. So, jetzt hörst du mir mal zu. Nein, du hörst mir zu. Mein ganzes Leben lang war ich bloß Kates kleine Schwester. Wenn du nur in der Nähe warst, war ich nicht mehr vorhanden. Ich bin dabei, das zu ändern. Du wirst mich nicht aufhalten. Jetzt nicht mehr. Also gut, los! Perspektive.
Na los, Mann, beeilen Sie sich ein bisschen. Kate, könntest du vielleicht mal nach May sehen? Ich glaube, es geht ihr nicht gut. Danke. May? Alles in Ordnung? Ja, mir ist nur etwas schwindelig, weiter nichts. Hast du denn heute schon was gegessen? Ich kann es mir nicht erlauben. Aber du musst etwas essen. Ich schaffe es einfach nicht mehr. Ich kann nicht zugleich munter und dünn genug sein. Das ist doch lächerlich. Das sieht Rex völlig anders. Jetzt hör doch bitte auf Rex zu hören. May? Aber... Komm, du bist dran. Hey, du, das war fantastisch. Großartig, Liebling. Du warst klasse. Ich werd's tun, Kate. Ich werd's tun. Sobald dies hier vorbei ist, ich versprech's dir. Ich tu's. Bist du auch Fotografin? Ich versuche es. Wenn ich zu alt bin, um vor der Kamera zu arbeiten, möchte ich dahinter perfekt sein. Warum lachst du? Du wirst dein Ziel erreichen, auf welche Art auch immer. Du hast vollkommen recht. Eddie, was soll das? Das Ding ist nicht gerade vorteilhaft für deine Figur. Ja, aber es ist heute ziemlich windig da draußen. Ich weiß. Ich bin keine gute Schwimmerin. Gut, Eddie, wenn du lieber nicht raus willst, Rachel wird sicher... Nein, Rex, ich mach das schon. Sind diese Scooter wirklich sicher? Schatz, du brauchst keine Angst zu haben. Wenn du runterfällst, dann schaltet sich der Motor sofort aus. Verlass dich drauf. Du kannst in aller Ruhe wieder aufsteigen. Los, komm, lass uns anfangen. Haas, hilf mal beim Start. Was bin ich, ihr Mädchen für alles? Raoul, andale! May... Erinnerst du dich an unser Gespräch heute früh? Ja. Dann zeig mir jetzt, wie sehr du es willst. Gut. Ihr könnt euch ruhig schon draufsetzen. Auf geht's. Okay, wir können loslegen. Und was ist mit Rex? Kann ich ihm vertrauen? Doch, ja. Du kannst ihm vertrauen. Insofern, dass er dich wie einen Putzlappen benutzt. Die schlafen ja gleich ein. Keine Action. Kate, sie sollen sich mehr bewegen. Bewegt euch hin und her und macht ein bisschen mehr Tempo. Verstanden. Ja, das ist gut. Wir brauchen noch mehr Gischt. So ist sie schon besser. Mein Wunsch war, beim Film zu arbeiten. Spezialeffekt-Make-up. Ich wollte nur so lange bei Rex arbeiten, bis ich in die Filmgewerkschaft rein konnte. Wusste Rex das? Aber natürlich. Ich war immer ehrlich und fair zu ihm. Was passierte dann? Mein großer Durchbruch. Großer Film, große Stars. Meine Chance. Als ich Rex sagte, dass ich gehen würde, platzte er vor Wut. Er drohte mir damit, dass ich nie mehr Arbeit finden würde. Was hast du getan? Ich habe nur gelacht. Nicht lange, denn am nächsten Tag wurde ich beim Film gefeuert. Rex ist ein mächtiger Mann, Rachel. Mit guten Beziehungen. Niemand wollte mich danach engagieren. Niemand. Außer natürlich Rex. Hey, was tust du denn da? Ich tue nur das, was Rex mir aufgetragen hat. Sie sind zu nah an den Felsen, das ist gefährlich. Nein, lass sie nur. Was ist da los? Die Wellen werden zu stark. Ruf sie zurück, Kate. Nee, Hattie, komm sofort zurück.
Was soll das denn? Hör auf! Kommt raus! Mach das nicht! Wo will sie hin? Dreh ab! Hilfe! Hilfe! Hey, was ist passiert? Was zum Teufel war da draußen los? Ich habe doch nur ein bisschen härter gekämpft, so wie du gesagt hast. Steht hier nicht so rum! Raoul! Komm schon, wir müssen dahin! Bringt das Brot raus! Dreht es um! Lass los! Los, beeilt euch! Es war ein Unfall. Ich schwöre es euch. Ich wollte nie irgendjemandem wehtun. Das wisst ihr doch. Es war ein Unfall. Ich wollte nicht, dass sowas passiert. Habt ihr was gefunden? Nein, gar nichts. Ich glaub's einfach nicht. Vor einer Stunde war sie doch noch... Ich verständige die Behörden. Auf der nächsten Insel wird jemand sein. Lass nur, das tue ich. Hilf ihr lieber mit einpacken. Wir sprechen uns dann später. Gehen wir. Komm jetzt. Geht's besser? Leg dich hin. Sei ganz ruhig. Wir müssen da durch. Irgendwie. Aber was auch immer passiert, wir müssen diese Aufnahmen durchziehen. Du weißt, ich war immer für dich da, May, wenn du mich gebraucht hast. Und ich hoffe, dass du jetzt für mich da bist, okay? Ja. Ich verlasse mich auf dich. Enttäusche mich nicht. Hörst du? Wie geht's May? Sie schläft. Ich finde, wir sollten die Polizei benachrichtigen. Hab ich schon. Wir sollen Bescheid sagen, wenn wir die Leiche gefunden haben. Ist das alles? Was erwartest du? Wir sind von jeder Zivilisation weit entfernt. Sie werden uns verhören, sobald wir wieder auf dem Festland sind. Wenn es ein Unfall war... Ich glaube, May hat Hedy den Weg abgeschnitten. Du würdest sowas für ein Titelfoto tun, aber May bestimmt nicht. Bitte lass das jetzt! Was ist mit Hedys Wasserscooter? Ja, Raoul hat sich daran zu schaffen gemacht. Das habe ich auch gesehen. Seid ihr verrückt? Warum sollte Raoul Hedy töten?
Die Flut. Sie muss die Leiche fortgetrieben haben. Ein Jammer. Sie war so unglaublich schön. Wenn ich den Karl sehe, bekomme ich eine Gänsehaut. Ja, er sieht aus wie Norman Bates mit Bart. Wann wird das Flugzeug zurückkommen? Wenn wir fertig sind. Das bin ich allerdings jetzt schon. In einem deiner geliebten Filme wäre Hedy längst unbesetzt und es würde gedreht. Hör zu, Hedy und ich waren alte Freunde. Sie war auch nur hier, weil ich ihr noch eine Chance geben wollte. Ich möchte ihr Andenken lieber in einer großartigen Ausgabe ehren, als jetzt umzukehren mit leeren Händen. Das wäre auch in Hedys Sinn. Denk darüber nach. Wenn du morgen früh zurück willst, werde ich das Flugzeug bestellen. Hast du auch gerade jemanden unten beim Wagen gesehen? Ich nehme an, meine Fantasie macht Überstunden. Kein Wunder nach dem, was heute alles passiert ist. Was ist eigentlich passiert? Ein Unfall. Ein schrecklicher Unfall. Was ist mit Raoul? Dara hat gesehen, Dara sieht überall Verschwörungen, das weißt du doch. Nur hält sie sich sonst für das Opfer. Dara ist ein selbstzerstörerischer Mensch. Wie meinst du das? Nun, sie versaut sich selbst jede Chance voranzukommen. Schuld daran sind bei ihr jedoch immer nur die anderen. Ich bin der Einzige, der sie noch engagiert. Und warum? Weil sie dir leid tut? So wie Hedy dir leid getan hat? Das war was völlig anderes. Hedy war krank. Sie hatte Krebs. Oh mein Gott. Davon wusste ich nichts. Dann hätte ich sie nie so schlecht behandelt. Mach dir keine Vorwürfe. Du hast es nicht gewusst. Du könntest ein Star werden. Eine neue Brigitte Bardot. Vertraue mir. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Mit dieser Geschichte wird die Ausgabe ein Knüller. Ich glaub's einfach nicht. Hedy ist tot. Und du willst das ausschlachten? Du bist pervers. Pervers, Patrice? Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Du bist doch krank, du Hurensohn! Vorsicht, Patrice! Du spielst mit dem Feuer! Das ist mir egal. Eher vernichte ich die Negative, bevor du sie bekommst. Das kann dir nicht egal sein. Ich kenne noch andere Negative, mein Freund. Vergessen wir nicht, wer hier wen in der Hand hat. Verschwinde hier! Verschwinde. Rex, ich dachte schon, dass alle schlafen. Alle nicht, wie du siehst. Du siehst so selbstgefällig aus, trotz allem, was geschehen ist. Naja, jede Wolke hat auch einen Silberstreifen. Wie soll ich das verstehen? Ich rede von der toten, zauberhaften Hedy Barnett. Sie ist der Köder. Ihretwegen werden die Leute unsere Jubiläumsausgabe kaufen. Genau, sowas habe ich gewartet. Jetzt habe ich's.
Ich habe einen Schrei gehört. Ja, ich auch. Er kam von den Klippen. Wer hat da geschrien? Es war Mee, nicht? Auf der Dose steht dein Name. Wie ist Mee dazu gekommen? Ich weiß wirklich nicht, woher sie hat. Sie muss sie mir aus der Tasche genommen haben. Ich rufe jetzt die Polizei. Nein, das geht nicht. Das Funkgerät ist zerstört worden. Kommen Sie zum Boot. Ich habe gesehen, was mit May passiert ist. Raoul. Ich habe so vorgefunden, als ich die Behörden wegen Hedy informieren wollte. Du hast aber gesagt, dass du mit ihnen gesprochen hast. Das war gelogen. Ich wollte euch nur nicht beunruhigen. Ich will aber nicht lügen. Ich werde mit dem Boot, wenn es hell wird, zur nächsten Insel fahren. Nein, ich will nicht, dass jemand wegfährt. Lass das. Was schlägst du vor, Rex? Wir brauchen diese Fotos. Wie bringst du es nur fertig, an deine miese Zeitschrift zu denken, wenn May und Hedy tot sind? Konnte ihre Leiche einfach verschwinden? Unter den Klippen ist eine tiefe Grotte. Wenn jemand sich umbringen will, ist das der ideale Ort. Wieso glaubst du, dass es Selbstmord war? Sie war schwer depressiv. Das wussten wir doch alle. Ach ja? Dann war das bei dem Funkgerät wohl auch die Todesursache. Jemand will, dass wir hier festsitzen. Ich möchte wissen, wer dahinter steckt. Rex! Kate! Schnell, kommt runter zum Strand! Das Boot ist zerstört! Das kann doch alles nur ein Albtraum sein. Erst Hedy, dann May und jetzt das hier. Ich habe Raoul gesucht. Die Fotos hingen an seiner Wand. Wo hat er die denn her? Das gehört May. Das lag unter seinen Kissen. Oh mein Gott, der Mann ist pervers und gefährlich. Hey, nur keine Panik. Kate, wenn wir schon hier festsitzen, könntest du ein bisschen an die Arbeit gehen? Haas und ich, wir werden Raoul suchen. Was machen wir so lange? Ich sage dir, was ich machen werde. Ich gehe in meinen niedlichen Bungalow, mix mir einen niedlichen starken Cocktail und warte auf das Flugzeug. Nein, es ist sicherer, wenn wir zusammenbleiben. Warum arbeiten wir nicht? Das würde uns ablenken. Ich habe mich wohl verhört. Patrice? Naja, also gut, Katie, aber nur für dich. Zufrieden? Ja. Danke. Das ist alles unglaublich. Danke für deine Loyalität. Ich setze es auf die Rechnung. Wo ist denn nun dein Silberstreif, Rex? Halt die Klappe, Harris. Du machst mich ganz krank. Komm schon, Michaela. Wir verkaufen Sex. Erinnere dich. Spür es. Ja, so wird's gut. Ja. Reib dich. Das Wasser läuft über deinen Körper, über deine Arme. Ja, so ist gut. Schön ist das. Gut, Michaela. In Ordnung. Sehr schön. Gut. Das ist gut, Michaela. Komm etwas mehr aus dem Wasser. Ja. Richte den Blick nach vorne, komm schon. Ja, so ist gut. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Toll. Ja, das ist klasse, Michaela. Ja, gut, sehr gut. Schön, sieh mich an. Ja. Sieh jetzt direkt zu mir, Michaela. Ich weiß, es ist schwer. Wir haben es ja gleich geschafft. Sehr gut. So.
Super! Hübsche Farben. Stehen dir. Verdammt, ich hab Make-up auf dem Dress. Warte mal, ich hab da was. Dieses Zeug ist wie Säure. Dagegen hat ein Fleck keine Chance. Gut. Wirklich sexy, Schätzchen. Das ist gut, sehr gut. Warte. Dara, kommst du bitte mal für eine Minute? Okay. Hier, reib damit den Fleck raus. Gib her, ich mach das. Es war falsch, dass du dich allein mit Raoul treffen wolltest. Vielleicht. Ja, es war wohl falsch, du hast recht. Er schrieb, er wüsste, was mit May passiert ist. War das alles? Sonst hat er nichts geschrieben? Nein, nichts. Also, ich weiß jetzt, es war nicht richtig, Hedy so zu behandeln. Dass sie Krebs hatte, wusste ich nicht. Rex hat's dir gesagt, stimmt's? Wusstest du, dass Rex Hedy sozusagen entdeckt hat? Er sah sie, als sie aus einem Bus stieg. Sie war naiv, formbar, einfach perfekt für Image. Allerdings war sie obenrum nicht kurvenreich genug. Hedy? Hedy. Also hat Rex ihr die Titelseite versprochen, unter der Bedingung, dass sie sich die Brust vergrößern lässt. Was ist dann passiert? Vor 2 Jahren trat plötzlich Silikon aus und vorigen Monat entdeckte man den Tumor. Komm mit. Komm schon, Michaela. Du wirst sehen, es lohnt sich. Das könnte vielleicht sogar die Titelseite sein. Ich weiß es. Ich weiß es. Noch etwas mehr. Sieh einfach zu mir rüber. Ein bisschen mehr Profil. Halt. Ja, so ist es gut. Was gefunden? Nein. Nichts. Jetzt denken. Ja, das ist ziemlich gut. Sehr gut so. Gut. Oh, das ist wirklich sehr schön. Okay. Hilf ihr raus, Memo. Rachel, du bist dran. Ja, das lässt sich gut fotografieren. Mach's ein bisschen auf. Habt ihr Raoul gefunden? Nein. Wie läuft's hier? Naja, in Anbetracht der Umstände ganz gut. Als nächstes mache ich Fotos von Rachel über dem Wasserfall. Wir verkaufen Sex, schon vergessen? Wir haben immer noch keine Titelseite. Nun, dann sind Michaela und ich ja wohl im Finale. Nein, ich baue auf dich und dass du die Konkurrenz ausschaltest. Genau über dem Wasserfall, Rachel. Verstanden? Rachel, was er dir auch verspricht, das ist es nicht wert. Ich weiß, wovon ich rede, glaub mir. Dara! Ihre Haare könnten lockerer sein. Ist gut. Gib mir schnell noch mal einen Schluck Wasser. Nein, Rachel, bloß nicht! Du verwischst dir nur den Lippenstift! Ich lass dir schon was übrig. Richtig, Rachel, genau da! Sieh hierher, Schätzchen. Direkt hierher! Gut, jetzt beug dich nach vorn. Gut so, ja. Hübsch. Gut, ja, Schätzchen. Dreh deinen Körper etwas zu mir. Ja, gut. Fabelhaft. Schön so. Nochmal. Sieh genau hierher. Dein Profil ist hübsch auf dieser Seite. Ja, ja, noch ein bisschen. Den Blick nicht zu hoch. Ja, genau das, genau das. Gut, so, bleib so, klasse. Jetzt komm zu mir. Hier, halt mal. Was zum Teufel ist denn passiert? Wo ist sie? Ich kann sie nicht finden. Geh wieder runter.
Kate, ich finde sie nicht! Darauf! Rex, riech daran. Mein Gott, da drin ist ein Reinigungsmittel. Jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Ich meine, ein Unfall war das garantiert nicht. Ach, war es nicht? Zweifelst du daran? Nun, Dara zu töten ergibt keinen Sinn. Nichts hier ergibt einen Sinn. Es sei denn, dass jemand etwas dabei gewinnt. Wer würde denn was dabei gewinnen? Wenn ich zuerst davon getrunken hätte, würde dir jetzt die Titelseite gehören. Hör mal, das ist ja eine unglaubliche Verdächtigung. Schluss damit! Ich brauche euch für diese Ausgabe. Ich weiß nur, dass ich am Leben bleiben will. 25. Nein, 50.000 Dollar zahle ich als Bonus für die Titelseite. Ich weiß, wir sind alle sehr erregt. Vielleicht sogar verängstigt. Tatsache ist, wir sitzen hier fest bis übermorgen. Wir können uns in unseren Zimmern verbarrikadieren oder aus einer miesen Situation das Beste machen. Patrice wird da nicht mitmachen. Patrice wird tun, was ich will. Meine Damen, das Leben ist kurz. Schnappt euch alles, was ihr könnt. Solange ihr es könnt. Nicht zu fassen, dass wir das tun. Ach, die Idee ist nicht schlecht. So weiß ich zumindest, wo alle sind. Was guckst du so? Ich werde aus dir nicht schlau. Ich bin wie du, weißt du? Eine Draufgängerin. Wenigstens war ich das. Du hast gesagt, dass die Titelseite das alles nicht wert ist. Dass du es gehabt hast. Wie hast du das gemeint? Du weißt, dass ich ein kleines Mädchen habe. Daisy. Vor 5 Jahren sagte mir Rex, ich sei etwas Besonderes. Eine moderne Lena Horne. Ich war jung und dumm genug, ihm das zu glauben. Rex ist Daisys Vater. Es passierte auf einem Dreh wie diesem hier. Als er erfuhr, dass ich schwanger war, verlangte er, dass ich abtreibe. Das wollte ich nicht. Er hat Daisy nie gesehen, nie mit ihr gesprochen, nie eine Geburtstagskarte geschickt. Er hat auch nie daran gedacht, auch nur einen Penny für sie zu bezahlen. Du kannst ihn verklagen. Dann muss er zugeben, dass er der Vater ist. Mir reicht das nicht. Nur zuzugeben, dass mein Vater ist, ist weit davon entfernt, einer zu sein. Rachel, du bist dran. Komm. Kate? Ja? Es ist Zeit, dass du dich mal mit deiner kleinen Schwester unterhältst. Denkst du, dass sie mir zuhört? Das reicht nicht. Gehen wir mal darüber. Stell dich hier hin. Die Haare zur Seite, so? Ja, sie dürfen aber nicht ins Gesicht fallen. Das Licht ändert sich ständig. Hier, Memo, nimm das.
Gut, okay. Okay, 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 es geht los. Bleib so. Das sieht gut aus. Jetzt etwas zurückhaltender. Verstehst du? Das macht dich noch weicher. So ist es gut. Gut. Gib mir deine Augen. Das wird gut, sehr gut. Nimm die Hand runter. Ja, nimm die Hand runter. Ja, so ist es gut. Den Kopf etwas tiefer. Und jetzt sieh von unten hoch, weit übers Meer. Schön. Und jetzt machen wir was in der Hängematte. Kate, hilfst du ihr mal? Sei vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja, so ist gut. Okay, los. Hey, Martin, wohin richte ich wohl die Kamera? Ja, sehr schön. Das ist hübsch, hübsch. Also, du bist allein, eine einsame Insel. Das gefällt dir, was? Okay. Ja, gut. Gut. Gut, perfekt. Der Film ist durch, Memo. Jetzt ist Michaela dran. Michaela? Okay, Michaela. Fertig? Na komm, Süße. Es wird schon werden. Das weiß ich. Du wirst sehr gut sein. Weißt du was? Wir machen ein bisschen Musik an. Okay? Los, Memo, mach die Musik an. Kamera bitte. Kamera bitte. Danke. Danke. So, jetzt komm, Michaela. Das schaffen wir schon. Alles wird gut, Schätzchen. Mach was. Fühl die Musik. Die Musik, Schätzchen. Komm schon. Hey, Süße, komm schon. Du wolltest Musik haben, also hör zu. Na los doch, fühl die Musik. Komm aus dieser Stimmung raus. Ich weiß, du schaffst es. Halt. Michaela, du fängst ja gleich an zu heulen. Könnten wir es nicht etwas fröhlicher haben? Zeig doch mal ein bisschen die Zähne. Fertig? Denk doch jetzt einfach mal an irgendwas, das sexy ist, Michaela. Na los, denk an mich. Ich weiß, dass du scharf auf mich bist. Das ist es, ja. Denk einfach an... Naja, denk einfach... Halt mal, wenn wir das hier schon machen, dann richtig. Wir verkaufen Sex, wie ihr wisst. Drei meiner Freundinnen sind tot, Rex. Dir scheint das ja wohl gar nichts auszumachen. Dann zieh du dich doch aus und verkaufe deinen Sex. Michaela. Wie reicht's? Michaela, komm zurück. Lass sie gehen. Das kann ich nicht. Das restliche Filmmaterial ist in dem Wagen. Womit soll ich denn dann fotografieren? Verdammt, ich fahr hinterher. Zum Teufel konnte das passieren? Ich weiß es nicht. Hat die Lenkung oder haben die Bremsen versagt? Was war's? Ich sag dir doch, ich weiß es nicht.
Er sollte es sein. Nicht Hedy oder May oder Michaela, einzig und allein Rex Kingman. Patrice? Das muss nichts heißen. Aber ich sah, dass neulich nachts jemand am Wagen gewesen ist. Was hat er gemacht? Keine Ahnung. Ich fand's nur eigenartig. Konntest du erkennen, wer es war? Nein, leider nicht. Aber ich habe ihn fotografiert. Rex! Rex! Wart mal eine Sekunde! Wart mal, hör zu! Wenn das Flugzeug morgen kommt, ruf ich New York an. Wir könnten immer noch verkaufen. Warum sollte ich verkaufen? Sobald die Öffentlichkeit erfährt, was hier passiert ist... Wird alle Welt ein Exemplar meiner Zeitschrift kaufen. Wir werden gar nicht so schnell drucken können. Verlass dich drauf. Was ist mit den Toten und ihren Familien? Du darfst das nicht ausschlachten. Ist es etwa meine Schuld, dass mein Glück auf ihrem Unglück aufgebaut ist? Eine interessante Frage, auf die eine Menge Leute eine Antwort wollen. Blödsinn. Noch mehr vergrößern kann ich's nicht. Hast du eine Lupe? Ja, in meinem Zimmer. Gut, ich werde sie holen. Sag mal, Patrice, du wolltest doch heute nicht fotografieren. Du hast es trotzdem getan. Tust du alles, was Rex will? Ich nehme an, ich arbeite nie wieder für Rex Kingman. Also kann ich die Geschichte ruhig erzählen. Er wird sie früh genug unter die Leute bringen. Was für eine Geschichte. Vor einigen Jahren, als ich als Fotograf gerade die heiße Phase erreicht hatte, bat Rex mich, für ihn zu arbeiten. Ich sagte ihm, dass mich die Modebranche nicht interessiert. Ich wollte ein richtiger Künstler sein. So wie Adams oder Stieglitz. Ja, Rex erträgt es nicht, abgewiesen zu werden. Ja, jetzt weiß ich das. Eine Woche später kam ein Mädchen in mein Studio. Sie wollte, dass ich Fotos von ihr mache und bot sogar an, sich für Nacktaufnahmen auszuziehen. Und du warst einverstanden? Ja, dummerweise. Sie war wirklich perfekt. Sie war unschuldig. Aber eben auch verführerisch. Sie sagte, sie wäre 18. Sie hatte gelogen. Am nächsten Tag hatte ich das Jugendamt auf dem Hals. Es stellte sich raus, dass sie erst 16 war. Was hast du gemacht? Ich habe behauptet, dass sie nie bei mir gewesen sei. Als sie weg waren, habe ich alle Negative vernichtet. Alle außer der Rolle, die sie geklaut hatte. Die dann bestimmt in Rex' Besitz war. Der gute Rex. Aber das ist Erpressung. Darauf steht Gefängnis. Das war auch mein Argument. Dann teilen wir uns eine Zelle, sagte er. Tut mir leid. Ist schon gut. Das ist der Preis dafür, dass man ein Idiot ist. Hatte Rex sie geschickt? Was denkst du denn? Die Lupe ist in meiner Tasche, auf dem Regal. Ah, gut, dass du da bist, Memo. Lass uns jetzt den Entwickler auswechseln und mit den Aufnahmen anfangen, die wir heute Nachmittag gemacht haben. Danke. Ja, gut. Drücken wir das Ganze noch etwas hier rüber. Dreckschwein. Kate, was hast du denn nur? Reicht es nicht, dass du sie gequält hast, als sie noch am Leben waren? Und jetzt vermarktest du auch noch ihren Tod. Sie wollten das, was ich ihnen geben konnte. Sie kannten den Preis. Was ist mit Rachel? Welchen Preis wirst du von ihr verlangen? Antworte ihr, Rex.
Patrice und Memo waren da drin. Oh nein. Die Fotos. Alles, was er aufgenommen hat, war da drin. In seinem Zimmer ist nichts. Alle Filme sind tatsächlich vernichtet. Wie lange sitzt er schon so da? Seit Haas ihn hergebracht hat. Wo ist Haas jetzt? Er wollte nach Raoul suchen. Er denkt, hinter allem steckt Raoul. Nun ja, wir müssen nur noch diese Nacht durchstehen. Ich hätte es fast getan. Ich war sicher, die Titelseite ist es wert, ihm das zu geben, was er wollte. Aber du hast es nicht getan. Du warst klüger als wir anderen. Worum trauerst du, Rex? Um den Verlust vieler Leben oder um den Verlust deiner Zeitschrift? Lass mich in Frieden. Was hast du gedacht? Dass es ewig so weitergeht, dass deine Lügen dich nie einholen und dass du weiterhin jeden benutzen kannst? Es ist vorbei, Rex. Du dachtest, du kriegst alles? Und jetzt bleibt dir gar nichts. Keine Jubiläumsausgabe, keine Zeitschrift, keine Rachel. Du irrst dich, Kate. Es ist nicht vorbei. Das ist einfach nicht wahr. Alles, wovon ich geträumt hatte. Auf einmal war alles weg. Du hast nie darüber gesprochen. Nein. Ich habe dich immer verehrt. Ja, ich wollte wie du sein. Ich hoffte, dass du dir nach dem Angriff auf dich von mir helfen lassen würdest, aber das hast du nicht getan. Du hast mich ausgeschlossen. Ich hatte damals alle ausgeschlossen. Außer Rex.
Rex war einfach immer für alles da. Die Operation. Die Therapie, eben für alles. Es war, als wollte er beweisen, wie sehr er mich liebte, obwohl ich nicht mehr dieselbe war. Ja, nach einer Weile erwiderte ich seine Liebe. Und jetzt? Jetzt hasse ich ihn. Alles in Ordnung? Nein. Rex ist über Rachel hergefallen. Was? Er ist betrunken und hat versucht, sie zu vergewaltigen. Jetzt reicht's. Nein, nein, lass es. Es geht dir gut. Und ich habe ihr alles erzählt. Und? Sie wird's verkraften. Na schön, dann werde ich heute Nacht hier draußen bleiben und alles im Auge behalten. Gut, ich bin auch gleich wieder hier. Ich werde bei Rachel schlafen. Okay. Martin, danke für alles. Ja. Los, steh auf. Du stinkst, wasch dich. Das Flugzeug ist dir in einem Augenblick hier. Ich nehme an, du hast mit Rachel gesprochen. Ja, und ich habe ihr empfohlen, Anzeige gegen dich zu erstatten. Nun, empfiehl ihr doch, was immer du willst, Martin. Rachel ist das geringste meiner Probleme. Steh jetzt auf. Nein. Du hast sie ermordet, weil du die Kontrolle über sie verloren hast. Nein, nein, du irrst dich. Weil du nicht gekriegt hast, was du wolltest. Doch sie hatten den Tod nicht verdient. Aber du schon. Nein! Rachel! Rachel! Das wollte ich nicht. Du hast gesehen, wie es war. Sagst du es den anderen auch so? Ich werde ihnen alles sagen, Kingman. Ich werde ihnen sagen, was für ein Mann du wirklich bist. Ich werde ihnen auch sagen, dass du ein Mörder bist. Nein, bitte, du wirst mir doch helfen. Nein, das werde ich nicht. Jetzt nicht mehr. Was willst du haben, Martin? Egal, was es kostet, du wirst es kriegen. Egal, was es kostet, sagst du? Das schwöre ich. Also gut, Kingman. Ich werde für dich lügen und deine Haut retten. Das ist das letzte Mal. Aber es wird dich was kosten. Koste es, was es wolle. Akzeptier das Übernahmeangebot. Was? Verkauf die Firma. Keine Fotos, keine Jubiläumsausgabe. Die Aktionäre werden dich sowieso rauswerfen. Und was bringt dir das? Die Hälfte. Von allem, was du dabei rausschlägst. Und wenn ich nicht will? Gehst du in den Knast. Und
das für den Rest deines Lebens. Zum Teufel, wie ich sehe, hast du eine Menge von mir gelernt. Ich denke, das haben wir alle. Was ist das hier? Es ist die erste Sitzung des neuen Vorstandes von Image. Wir haben hier alles inszeniert. Die Zeitschrift Image ist jetzt in unserem Besitz. Mit all diesen Fotos. Wird unsere Zeitschrift eine Auflage erzielen, von der du nur träumen konntest? Und wer wird wohl auf der Titelseite sein? Das wird nicht funktionieren. Das doch schon. Ich zeig euch alle an. Ich bring euch vor Gericht. Ich bin noch lange nicht erledigt. Ich hole mir meine Zeitschrift zurück. Darauf könnt ihr euch verlassen. Damit kommt ihr nicht durch. Das ist Erpressung. Kate? Kate? Was habe ich dir getan? Warum hast du mich bloß so? Was hast du denn nicht getan? Das hier habe ich nicht verdient. Nein. Verdient hast du was Schlimmeres. Ich habe dir meine Liebe bewiesen. Gleich nach dem Überfall, als deine Karriere zu Ende war. Ich habe dich aufgehoben, nachdem du gestürzt warst. Gestürzt? Oder wurde ich gestoßen? Vor 6 Monaten sagte mir Haas, dass er sich von dir trennen wollte. Er hatte es satt, mit anzusehen, wie du alle manipuliert hast. Er wollte weg von dir. Da habe ich ihm einen Brief gezeigt. Er war von einem Mann im Gefängnis. Er bat mich um Geld. Er schrieb, er wüsste, wer mich überfallen hat. Ich wollte zu ihm gehen. Aber dann erfuhr ich, dass er tot war. In seiner Zelle erstochen. Wieso erzählst du das mir? Ich habe nie erfahren, wer mich damals überfallen hat. Aber in dem Brief stand, dass du ihn angeheuert hattest. Du konntest es nicht ertragen, nicht wahr? Du konntest es einfach nicht ertragen, dass ich dich nicht liebte. Also bezahltest du jemanden dafür, dass er mich verstümmelt. Ja, und dann kamst du, um die Teilchen aufzuheben, damit ich dich brauchte und von dir total abhängig wurde. Und mich endlich in dich verlieben würde. So hast du schließlich doch gekriegt, was du wolltest. Jetzt bist du dran, Rex. Jetzt ist deine Zeit für Albträume. Tiere bleiben ihm. Kate! Kate! Schau! Ich werde dich vernichten, Kate! Wenn du